Im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gesendet. Im Pokal der Traum vom Halbfinaleinzug. Die Gefühlswelt von Werder Bremen. Derzeit leicht euphorisiert. Wir wollen unbedingt im Pokal das Maximal erreichen und das hat eine hohe Bedeutung für uns. Von daher wissen das die Jungs, leben es auch selber so und deshalb glaube ich nicht, dass ich speziell darauf einwirken muss, Spannung hochzuhalten. Überhaupt nicht. Da wird eine hohe Spannung sein und eine hohe Bereitschaft, alles rauszuhauen, um ins Halbfinale zu kommen. Drei Big Points auf Schalke und jetzt das Pokal-Viertelfinale in Leverkusen. Ein anderer Druck als in der Liga, eine andere Ausgangslage. Jetzt in Leverkusen im Pokal-Viertelfinale gibt es halt nur dieses eine. Es ist dieses eine Spiel, wo du weißt, du gehst Dienstagabend vom Platz, es gibt einen Gewinner und einen Verlierer, es gibt für eine Mannschaft keinen danach mehr. In den bisherigen 6 Pokalduellen mit Leverkusen hieß der Sieger stets Werder Bremen. Eine makellose Bilanz und ein gutes Omen. Werder ist eben eine echte Pokalmannschaft. Nur Bayern München holte den Pott häufiger. Ich glaube, dass wir auch Typen in der Mannschaft haben oder einfach auch eine Mentalität haben, dem sowas liegen kann oder dass uns so etwas liegen kann. Deshalb ist es ein bisschen anderer Druck, eine andere Ausgangslage, aber ich persönlich mag das sehr gerne, weil du weißt einfach, Dienstagabend weißt du, was Sache ist. Und dann musst du nicht mehr interpretieren oder irgendwas, sondern entweder du bist weiter oder nicht. Und darum geht es am Dienstag, um nichts anderes. Die Bremer Gefühlswelt zwischen Abstiegsangst und Pokaleuphorie.